Anwendung zeigen. Jetzt werden die Bohrungen mit einem fremden Fasfräser angefasst. Mit diesem Fasfräser können wir eine Kreisbewegung ausführen und haben dann eine Phase an das Gewindekern noch angebracht. Wie in unserem Beispiel müssen auch bei Bauteilen für die Elektromobilität an variablen Ausgaben und schwanken Bauformen vorhanden sein. Dies ist in der Werkzeugaufnahme umgesetzt, die wir für die Gewindeschneidfertigung haben. Wir haben hierfür Lösungen, nämlich das Soft-Synchro Extension. Also wir können Metallbereich kann man sowas nicht machen, oder? Das geht nicht, oder? Das wäre das was echt interessant. Und meinst du, kommt die Corinna heute? Ja. Oh, die Wäsche hier unten, die muss ich in den Trockner bringen. Also dann, Tschüssikowski. Leonchen, wir sehen uns morgen. Mhm. Sehr gut. Habt ihr mal Frau im Mond angeschaut? Nee. Geht nicht, weil wir haben keine Antwort. Und jetzt kommt es. Wow! Wow!
Es ist schon 18.06 Uhr. Wieso schaltest du nicht ein? Ist ja schon vorbei. Nee. Kommt halt später? Ja. Ach so. Ich verstehe. Im Straßenverkehr an den Ampeln, dort wird mir gesagt von einem Mann, dass ich gehen soll oder dass ich stehen bleiben muss. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, da muss unbedingt eine Frau hin. Liebe Frau Böschen, ich bin gerade ein bisschen irritiert und weiß nicht, ob ich mich echt aufregen soll, aber ruhig bleiben kann ich bei dem Thema einfach nicht. Wir reden jetzt hier von einem Ampelmännchen. Ich weiß nicht, ob Sie in Ihrer Jugend zu viel am Klebstoff geschnüffelt haben oder ein ADHS-Kind sind und wirklich Aufmerksamkeit brauchen oder ob Sie das wirklich ernst meinen. Ein Ampelmännchen, was einem anzeigt, wann es günstig ist, über die Straße zu gehen und wann besser nicht. Machen Sie es doch anders. Gehen Sie ab jetzt grundsätzlich bei Rot über die Straße, bleiben bei Grün stehen. Der Rest regelt sich von alleine irgendwann. Ein Ampelmännchen. Sag mal, in welcher Welt leben wir eigentlich? Habt ihr da oben keine anderen Probleme? Dreht ihr jetzt komplett durch? Wir sind umzingelt von Idioten hier. Und alle, die unsere Steuergelder kassieren, die ticken doch nicht mehr sauber. Du, meine Freundin Rike ist schwanger. Sie bekommt ein Kind. Die mit den langen schwarzen Haaren? Nein, das ist Loni. Rike ist die Veganerin. Veganer bekommen keine Kinder, sondern Sprösslinge.